Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, ich grüße Sie an diesem ungewöhnlichen Sonntagmorgen. Wir sind nicht zusammen hier in der Kirche und doch feiern wir zusammen Gottesdienst. Das ist Premiere und ich danke allen, die geholfen haben, dass diese Premiere heute so möglich ist. Auch wenn wir nicht hier beisammen in der Kirche sitzen, so sind wir doch versammelt um Gottes Wort. Heute feiern wir den Sonntag Letare, das kleine Osterfest mitten in der Passionszeit. Letare heißt, freut euch. So beginnt auch unser Predigttext heute und wir werden in der Predigt von dem Grund der Freude hören und versuchen, diesen Freudengrund auch für uns in dieser besonderen Zeit zu erschließen. Denn unser vorrangiges Gefühl ist die Freude im Moment ja eher nicht. Viele empfinden Sorge, Einsamkeit, vielleicht auch Frust oder Existenzangst. Aus dem Evangelium für die heute beginnende Woche stammt auch der Wochenspruch, mit dem ich uns grüße. Im Johannes im 12. Kapitel, da heißt es, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Lasst uns nun gemeinsam das erste Lied singen aus dem Gesangbuch, die Nummer 79. 79 im Gesangbuch.
Wir wollen gemeinsam beten mit Worten des 84. Psalmes. Sie finden den im Gesangbuch unter der Nummer 734. Ich beginne mit den ersten Zeilen und bitte dann jeweils, dass Sie mit den eingerückten Zeilen antworten. Lasst uns beten. Wie lieblich sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Ihr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lasst uns beten. Du hast, reicher Gott, dein hungerndes Volk in der Wüste gesättigt. Lass auch uns keinen Mangel haben an Nahrung für Leib und Seele, an Trost für Leib und Seele in dieser besonderen Zeit. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist gerühmt wird, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihr wisst, den Sonntag der Tage wird geschrieben im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus.
Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die wir auch leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, weil ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Worte der Heiligen Schrift. Wir wollen jetzt gemeinsam das Wochenlied singen unter der Nummer 98 im Gesangbuch. 98 im Gesangbuch. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes im 12. Kapitel. Es waren einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren zum Fest, um anzubeten. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus sagen's Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht genau, ob vielleicht auch ein paar Kinder den Gottesdienst mitverfolgen. Ich habe auf jeden Fall eine Kinderpredigt mitgebracht. Ich möchte euch von Lea erzählen. Lea geht in die erste Klasse und in den Winterferien geht sie mit ihrer Oma in der Stadt
in den Höfen am Brühl zum Einkaufen. Als sie gerade vor einem Schmuckladen stehen, da kommt durch die Lautsprecher, die da überall hängen, eine Durchsage. Achtung, Achtung, die kleine Sophia steht an der Information und sucht ihre Mama. Sofort rennt Lea an das Geländer im ersten Stock und schaut hinunter zum Informationsstand. Und da sieht sie das kleine Mädchen. Und das kleine Mädchen weint. Die Frau von der Information hält dem Mädchen ein Taschentuch hin, damit es sich mal die Nase putzen kann, aber das Mädchen will nicht. Eine ältere Frau kommt vorbei und will die kleine Sophia hochnehmen und trösten, aber da weint Sophia nur noch mehr. Ein paar neugierige Leute stehen jetzt schon im Kreis um das kleine Mädchen. Und Sophia in der Mitte weint laut. Da, auf einmal wird aus dem Weinen ein Schrei, ein Überraschungsschrei, denn eine Frau mit weißem Mantel und drei Einkaufstaschen kommt eilig angelaufen und schiebt sich durch die neugierige Menge. Mama, ruft Sophia nur und rennt ihrer Mutter in die Arme. Dann ist es ganz ruhig. Sophia drückt ihre Mama ganz doll und hat dabei die Augen zu. Die kleine Sophia hatte sich im Einkaufszentrum verlaufen und ihre Mama verloren. Aber als die Mama kommt und sie auf den Arm nimmt, kann sie ruhig die Augen zumachen und ihre Mutter fest an sich drücken. So werden wir ruhig, wenn wir zu Gott rennen und uns von ihm trösten lassen. Denn Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns still werden und Gott bitten, dass wir sein Wort tief in unser Herz hinein versenken und es uns Trost schenkt. Letare, liebe Gemeinde, heißt unser Sonntag, freut euch, heißt das übersetzt. Und dieses freut euch stammt tatsächlich aus dem Predigttext, der uns für heute aufgegeben ist. Und wir wollen ergründen und hören, was der Grund zur Freude ist und ob dieser Grund auch
uns anstecken kann, dass auch wir Freude empfinden an diesem Tag. Der Predigttext steht beim Propheten Jesaja im 66. Kapitel und da heißt es: Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freuet euch mit ihr alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Denn man wird erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, was ist der Grund der Freude? Gott, der Vater, tröstet die Seinen wie eine Mutter ihr Kind. Wer kleine Kinder hat, der kennt das und wer große Kinder hat, der kann sich vielleicht daran erinnern, nichts ist tröstlicher als die Mutterbrust. Ein 11 Monate alter Säugling zieht sich am Schrank hoch, er verliert das Gleichgewicht, er fällt um und schreit. Die Mutter nimmt das Kind auf den Arm, legt es an die Brust und sofort ist Ruhe, Frieden und Ermutigung. Als das Kleine sich beruhigt hat, startet es sofort den nächsten Versuch, sich am Schrank hochzuziehen. Das Kind ist getröstet und ermutigt, zuversichtlich und weiß, der Trost ist immer in meiner Nähe. So tröstet auch Gott, wie eine Mutter. Das ist Grund zur Freude. Jesus sagt zu den damals erwachsenen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Der wird, ich ergänze, die Tröstungen des Reiches Gottes nicht empfangen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich kann mich heute fragen, lasse ich mich von Gott trösten? Will ich sein Kind sein und mich von ihm trösten lassen? Für die Israeliten damals war es ein großer Trost, dass der Prophet Jesaja ihnen ankündigt: Jerusalem, euer Sehnsuchtsort, der wird wieder trostvoll sein für euch, auch wenn ihr das im Moment noch nicht seht. Erlebtes Unrecht, Entbehrung, Trennung, Einsamkeit, alles werdet ihr an der tröstlichen Mutterbrust Jerusalems vergessen. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ich ergänze, ihr werdet wieder lachen, so wie der Säugling, der hingefallen war und nun zuversichtlich den zweiten Versuch unternimmt. Gott tröstet einen wie seine Mutter. Das soll auch für uns heute Freudengrund sein. Jesus hat uns als christlicher Gemeinde ja auch Trost versprochen. Nicht die Stadt Jerusalem, sondern seinen Heiligen Geist. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Aber der Tröster,
Der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Liebe Gemeinde, Trost durch den Heiligen Geist, den Tröster, das soll unsere Freude sein. Gott, der Heilige Geist, tröstet uns wie eine Mutter. Das Wort Trost hängt etymologisch mit dem indogermanischen Wortstamm treu zusammen. Genau das ist Jesus durch seinen Heiligen Geist. Er ist treu. Trost ist ja nicht, dass einer sagt, wird schon wieder oder Kopf hoch, sondern Trost ist Treue. Da ist einer, der mit mir geht, der meine Traurigkeit und meine Angst mit aushält, der meine Einsamkeit wahrnimmt, der sich nicht die Ohren zuhält, weil er meine Sorgen nicht mehr hören kann. Und Jesus selbst weiß ja auch, wie nötig wir den Trost haben. Er hat ihn ja selbst schmerzlich vermisst, als alle seine Jünger flohen, als die Soldaten im Garten Gethsemane ihn gefangen nahmen. Und auch unterm Kreuz, als nur noch einer da war. Jesus weiß, wie wichtig der Trost für uns ist. Deshalb hat er uns den Heiligen Geist als Tröster gesandt. Liebe Geschwister, in dieser Corona-Zeit haben viele Angst. Viele sind traurig, weil so viele Dinge, auf die wir uns gefreut haben, abgesagt werden müssen. Oder weil man nun allein zu Hause sitzen muss. Auch als Gemeinde betrifft uns das natürlich stark. Wir merken das heute. Wir können nicht zusammen Gottesdienst feiern, so wie wir es gewöhnt sind. Wir werden auch Ostern nicht wie gewohnt feiern können. Manche werden erkranken, manche werden auch sterben. Und das macht uns Angst. Doch wir können diese Angst und Sorge zu Gott bringen. Wir können bei ihm Trost saugen wie ein Kind an der Mutterbrust. Aber wir werden diesen Trost nur erleben, wenn wir mit unserer Not auch wirklich zu Gott kommen. Man kennt das ja auch von manchen Babys, dass sie manchmal ganz trotzig die Mutterbrust verweigern und kämpfen und sich wehren und dabei sehr unglücklich sind, weil sie ungetröstet bleiben. Und so soll es bei uns Gott gegenüber nicht sein. Lassen wir uns trösten, bringen wir unsere Sorge und Angst zu ihm. Und so kann ich mich heute fragen, wie viel Zeit habe ich in den letzten Tagen damit verbracht, den Trost Gottes zu suchen, wie ein Kind die Mutterbrust. Und wie viel Zeit habe ich damit verbracht, täglich die neuen und immer erschreckenderen Nachrichten zu sehen, wieder und immer wieder. Ich kann mich fragen, wie sieht es aus mit meinem persönlichen Gebet, mit meinem Bibellesen, mit meinem Singen von geistlichen Liedern? Liebe Geschwister, es wird in den nächsten Tagen und Wochen darauf ankommen, dass ich auch ohne das Treffen in der Gemeinde die Verbindung mit Gott halte. Wir sind im Moment, um das Bild vom Stillen aufzugreifen, keine Stillgruppe mit Anleitung, sondern eher in unser stilles Kämmerlein verwiesen. In unserem Gesangbuch finden sich auch sehr gute Anleitungen für Andachten zu Hause, so zum Beispiel unter der Nummer 781, oder es gibt auch eine spezielle Anleitung für eine Passionsandacht unter der Nummer 790. Sollte jemand kein Gesangbuch zu Hause haben, der kaufe sich eins. Ich vermute, da wird es noch welche geben, im Gegensatz zum Toilettenpapier. Liebe Gemeinde, der Heilige Geist
Gott, der Heilige Geist, will uns trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Lassen wir uns trösten oder stoßen wir den Trost weg, wie ein bockiger Säugling die Mutterbrust. Tröstlich ist es auch zu wissen, der Heilige Geist ist nicht in die Mauern von Kirchen oder Gemeinderäumen eingeschlossen. Er kommt auch in unsere Wohnzimmer und Küchen. Und er verbindet uns, auch wenn wir uns im Moment nicht versammeln können. Und noch einen Aspekt möchte ich erwähnen. Für die Israeliten ist Jerusalem der Sehnsuchtsort. Für uns Christen ist es das himmlische Jerusalem. So schreibt Paulus im Galaterbrief: Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie. Das ist unsere Mutter. Und dabei geht es keineswegs um Jenseitsvertröstung oder Diesseitsverachtung. Es redet auch nicht einem leichtfertigen Umgang mit der Ansteckungsgefahr das Wort, aber es relativiert den Schrecken. So wie es für die Israeliten ein Trost war in schwierigen Zeiten, dass sie wussten und dass ihnen zugesagt war, Jerusalem wird wieder erblühen. Oder so wie es für einen gestressten Schüler in den letzten Prüfungstagen ein Trost ist, dass bald die Ferien sind. Oder so wie für eine Gebärende es ein Trost ist, dass sie bald ihr Kind im Arm halten wird. So ist das himmlische Jerusalem unser Trost und unser Sehnsuchtsort. So ist es für uns Christen ein Trost, dass wir nicht aus Gottes Hand genommen werden können, egal was passiert. Diese Gewissheit beschreibt Paulus und sagt: Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt. Ich füge ein, auch kein Coronavirus, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Dazu passt auch die erste Frage aus dem Heidelberger Katechismus, das ist der Katechismus der reformierten Christen. Die Frage lautet: Was ist der einzige Trost im Leben und im Sterben? Antwort: Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Trost ist die Treue von Jesus Christus. Da haben wir es wieder, wie ich es eingangs sagte, Trost durch Treue. Und diese Treue endet eben nicht am Lebensende, sondern geleitet uns Christen ins himmlische Jerusalem. Und liebe Geschwister, wenn wir so getröstet sind, so können wir dann auch unseren Mitmenschen Trost spenden. Wir können zeigen, dass wir unseren Glauben selbst ernst nehmen, dass wir nicht in Panik verfallen, sondern dass wir als Getröstete nun andere trösten können. Und ich vermute, dass in der nächsten Zeit viel Trost nötig sein wird. Machen wir uns also bereit, gestärkt und geleitet durch den Tröster, den Heiligen Geist, nun selbst anderen Trost zu spenden. Bleiben wir unseren Mitmenschen diesen Trost nicht schuldig. Dazu segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige. Ich möchte schließen mit einem Psalmzitat vom König David. Er schreibt: Ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Als Predigtlied wollen wir singen Jesu, meine Freude, 396. 396 im Gesangbuch, und wir singen die ersten 4 Strophen. Thank you.
Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam Fürbitte halten. Nach jeder Bitte können wir gemeinsam rufen: Herr, erbarme dich. Lieber Vater im Himmel, du hast dein Volk Israel in schwerer Zeit getröstet durch Jerusalem. Du bietest uns deinen Trost an in der jetzigen schweren Zeit durch deinen Heiligen Geist. Danke dafür. Bitte stoße uns an, dass wir dich darum bitten, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, damit wir dessen Trost auch erleben. Wir rufen gemeinsam: Herr, erbarme dich. Jesus Christus, du hast uns durch deine Angst und Sorge, durch deine erlittene Folterung und deine Hinrichtung am Kreuz die Möglichkeit geschenkt, ewiges Leben in Herrlichkeit zu erlangen. Danke, dass jeder Mensch gerettet werden kann, wenn er das will. Danke, dass wir durch die Gewissheit des ewigen Lebens Mut haben dürfen in der jetzigen Lage. Wir rufen gemeinsam: Herr, erbarme dich. Herr, du bist unser Arzt. Wir bitten dich um Heilung für alle Kranken, um Stärkung für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind. Lenke die Politiker, dass sie das entscheiden, was wirklich richtig und hilfreich ist. Sei bei den Verstorbenen, sei ihnen gnädig im Gericht und lasse sie deine ewige Herrlichkeit schauen. Tröste alle, die um sie trauern, mit deinem Heiligen Geist. Wir rufen gemeinsam: Herr, erbarme dich. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir bitten dich für deine weltweite Christenheit. Lenke sie durch diese Notsituation. Ermögliche, dass wir uns als Christen bald wieder versammeln können. Hilf uns in der Not, das Abendmahl nicht empfangen zu können. Segne alle Geistlichen und Mitarbeiter unserer Landeskirche, besonders unseren Landesbischof Tobias Bilz, unseren Superintendenten Martin Henker, unseren Kirchenvorstand und die Leiter unserer Gemeindekreise, die Mitarbeiter und die Pfarrer. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam vor Gott bekennen, wo wir trotzig waren, wo wir vielleicht auch seinen Trost zurückgewiesen haben, und wollen gemeinsam beichten und beten mit dem bekannten Beichtgebet unter der Nummer 799. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich, armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat,
die ich begangen mit Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr. Und ich bitte dich um deiner grundlosen Barmherzigkeit und um des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens, deines lieben Sohnes Jesus Christus willen. Du wollest mir armem, sündhaftem Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. Amen. Auf dieses euer Bekenntnis hin verkündige ich allen, die ihre Sünde von Herzen bereuen und fest auf Tod und Auferstehung Jesu Christi vertrauen, als eine berufene Dienerin des Wortes, die Gnade Gottes und die Vergebung der Sünden, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns gemeinsam singen vom Lied 396, was wir gerade schon gesungen haben, die nächste Strophe, Strophe 5. Gelobet sei der, der kommt im Namen des Herrn.
uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich
und seine Güte währet ewiglich. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir danken dir für das Brot des Lebens und den Kelch des Heils. Gib uns auch künftig Anteil an deiner Liebe, die ins Leben führt und Gewalt und Schrecken, Sünde und Tod überwindet. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist geplant, die Gottesdienste auch in den nächsten Sonn- und Feiertagen auf der Internetseite unserer Gemeinde zu übertragen. Sie können dann auch an den nächsten Tagen weiterhin abgerufen werden. Bitte informieren Sie sich dort, informieren Sie sich auch telefonisch, im Pfarramt oder per E-Mail. Das Büro wird besetzt sein, aber die Öffnungszeiten sind derzeit ausgesetzt. Am nächsten Sonntag findet der Gottesdienst um 10 Uhr statt. Bitte beachten Sie die Zeitumstellung. Um 10 Uhr hier aus der Schlosskirche mit Pfarrer Michael Günz. Wir hören noch einmal den Wochenspruch der heute beginnenden Woche. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir wollen nun zum Schluss noch die letzte Strophe singen. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Lasst uns singen. Auf dich und gebe dir Frieden.